So, hallo liebe Leute, es geht weiter im Sack-Sektor von Phantom Signal. Willkommen zurück, Folge 2. Für mich eine neue Aufnahme, das heißt, ich habe nämlich die eine Folge, die ich aufgenommen habe, reingeschaut, einfach nur. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei der vierten Mission angekommen. Ich habe alle Forschungspunkte ausgegeben. Genau, letzte Folge habe ich den Raketenwerfer geholt. Ich nehme an, dass das gut für den Bau ist und das für den Kampf. Wir schauen uns das mal demnächst nochmal an. Wir kriegen in dieser Mission drei weitere Punkte. Ich nehme an, das wird immer mehr, was wir brauchen, oder? Vier. Gut. Schauen wir nochmal rein. Wie sieht es denn mit der Musik aus? Man tut ein bisschen runter. Musik. Ich denke, so wird es gehen. So. Und dann würde ich sagen, starten wir in die vierte Mission rein. Nach dem Sprung öffnet die KI den zugeschweißten Bereich. Das Innere ist völlig leer. Lediglich ein Universalschiffskommunikator befindet sich darin. Der Kommunikator sendet Signale aus, deren Muster dem Signal der Barke und dem Phantom-Signal verdächtig ähneln. Leider sind die Kommunikationssignale hochgradig verschlüsselt. Die KI beginnt mit der Entschlüsselung, analysiert zeitgleich Daten der Aufklärungsdrohnen und entdeckt eine Gruppe von Objekten mit einer höchst ungewöhnlichen Signatur. Diese Schiffe werden von der KI sofort als hochrangige Ziele identifiziert. Dann werden wir da mal reinstarten. Feindlicher Konvoi abgefangen. Kurs gesetzt und auf der Karte markiert. Ziel zerstören. Wir können jetzt Raketenwerfer bauen. Finde ich gut. So, erstmal gehen wir in den Planungsmodus. Acht Gegner kommen direkt. Ah, ach hier, kommt ein feindlicher Konvoi, den sollen wir zerstören. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir werden als erstes gleich mal anfangen. Oh, wir haben 2000. Das heißt, wir können hier uns noch 600 besorgen. Ich glaube, das war es dann auch, oder? Hier in dem Bereich. Das heißt, wir müssen jetzt sehr viel mit den Waffen arbeiten. Oh, das wird interessant. Da müssen wir entlang der Linie, schätze ich mal, Energiestationen bauen. Das reicht nicht, doch. Sammler brauchen wir jetzt nicht. Dann wollen wir ein paar Lasertürme bauen. Und dann werden wir hier, glaube ich, auch noch mal einen Generator bauen. Noch ein Laser. Dann bauen wir hier einen Raketenwerfer hin, würde ich sagen. Der kostet ganz schön viel. Meine Güte, kostet der viel. Die Reichweite von dem Ding, oh, ganz schön. Wir bauen hier ein und dann halten andere noch auf der gegenüberliegenden Seite. Vielleicht bauen wir hier noch einen hin. Nicht zu viel machen, aber hier.
So, ich glaube, wir sind fertig. Hier können wir noch einen Sammler ausstellen. Am besten zwei. Feindlichen Konvoi sollen wir zerstören. Mal gucken. Die haben keine Energie, die Fritze Meyers. Ach, die müssen auch erst aufgebaut werden. Weil ich vielleicht doch nochmal einen Energiegenerator bauen, ich bin mir nicht ganz sicher. Da kommen sie. Oh fuck. Die sind gleich da. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert und das schlecht gebaut. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen mehr Energie. Können wir nicht aufrüsten, der ist aber fertig. Der schießt. Scheiße, das Relikt zerstört. Oh, der schießt auch, so wie es aussieht, oder? Nee, der schießt nicht. Oh, die haben hier hinten keine Energie, sehe ich gerade. Hälfte hat er schon runter. Scheiße, das wird außer Reichweite. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr kalt. Ja, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Das war nicht gut. Ja, ich glaube, den kriegen wir nicht mal kaputt. Scheiße. Oder? Reicht es? Oh, da kommen nochmal zwei Raketen. Das könnte reichen, wenn die nochmal schießen. Sind die noch in Reichweite? Ne, jetzt sind sie außerhalb der Reichweite.
Ja, es hat geklappt. Oh, das war knapp. Ey, war nicht mein Reichweite. Da habe ich ein bisschen verkalkuliert, aber das haben wir trotzdem geschafft. Jawohl, sehr cool. Der letzten Rakete hat es noch gereicht. Huh, nice. Coole Mission. Und wir haben auch wieder 3 Punkte. Kann ich auch nicht direkt, wieder ausgeben, oder? Was gibt's denn hier? Halber Energieverbrauch beim Aufrüsten von Anlagen. Finde ich nicht so spannend. Schau die Zeitlupenzone-Fähigkeit frei. Schafft vorübergehend einen Bereich, in dem die Zeit 4-mal langsamer abläuft. Das finde ich ganz cool. Das nehmen wir noch mit. So. Mission Nummer 5. Einsatzbesprechung. Aus dem Transporter, Transportschiffen konnten Flugschrauber und einige Logbücher geborgen werden. Daran finden sich die Koordinaten zweier weit entfernter Systeme. Ein Sprung zu diesen Zielen ist nur mit einem sehr reichlichen Energievorrat möglich. Okay. Wirksame Schutzbollwerke. Das habe ich da auch zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Oh, wir brauchen 3000 Mineralien, Energiegeneratoren gebaut. Okay. Planungsmodus. Wir haben in der Mitte einen Energiegenerator. 300, 500. Schon fast abgebaut. Der hat 1000. Sollen wir den zuerst mal ansteuern? Ich glaube, alle, die hier unten sind, sollten wir zuerst ansteuern. Da ein Sammler. Hier ein Sammler. Mal, dass da demnächst auch Gegner kommen. Deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten. Ah, das ist die Fähigkeit, die ich da quasi einsetzen kann. Okay, dann werden wir jetzt, glaube ich, als nächstes ein Relais bauen und dann hier vorne irgendwo den ersten Laser aufsetzen, glaube ich. Obwohl, so richtig intelligent ist es nicht. Ich möchte, glaube ich, erstmal einen zweiten Energiegenerator haben. Oh, fuck. Nee, wir brauchen den Laser. Das lasse ich ab. Der hat 300. Der hier hat auch 450. Ein Gegner kommt. Scheiße, ein bisschen aufbauen, Jungs. Aber es sollte erstmal für den Start reichen, dass der eine Kollege da abgeknallt wird. Sehr gut. Okay, wir brauchen dringend einen zweiten Energiegenerator. Den werden wir hier in die Nähe setzen. Da haben wir unsere Fähigkeit. Oh shit, die kommt von der anderen Seite. Das ist nicht gut. Fuck! Das sind Minen. Dreck. Scheiße. Au! Fertig. Mal hier noch einen Laser bauen, glaube ich.
die zumindest die Seite abdeckt. Sammler aufrüsten. Hier oben noch einen hin, das sollte vielleicht reichen, mal gucken. Es geht relativ schnell, um noch einen aufrüsten. Wir haben jetzt schon 600 abgebaut, wir brauchen 3000, die wir abbauen müssen. Energie haben wir auch schon wieder, dann können wir den vielleicht gleich demnächst upgraden. Energiegenerator ist gar nicht so schlecht, der hat auch wieder voller Lebensbogen, was ziemlich cool ist. Das jetzt relativ schnell ab. Ich könnte noch einen Laser bauen und meinen Raketenwerfer eventuell. Oh, da oben. Irgendwo kommt jetzt einer. Da ist nur einer. Das ist gleich abgebaut. Das heißt, die Drohnen kann ich auch direkt alle einschmelzen. Dann gehe ich hier drüber, glaube ich. Das ist ja ein Witz. Oh, von zwei Seiten kommen sie. Naja, ist nicht so schlimm. Oh fuck, die kommen von mehreren Seiten. Das sind wieder die Scheißdinger. Fuck. Aber die kann ich als Schutzschild jetzt benutzen, die Dinger. Nutze sie einfach als Schutzschild, wenn er die zerstört. Abgebaut. Hier würde ich gerne noch einen Generator hinsetzen, hier in der Mitte. Ich muss erstmal warten, bis die 150 haben. Wir haben mehr als genug Energie. Wir haben jetzt auch erstmal genug Zeit. 5 Energiegeneratoren soll ich bauen. Ich könnte einen upgraden, aber wir warten jetzt erstmal, bis wir den Energiegenerator haben und dann kann ich das upgraden. Ich mache hier auf jeden Fall noch einen hin.
müssen hier jetzt auch mal eine Verteidigung bauen, glaube ich. Okay, reicht das schon? Ja. Okay, eine Welle. Ich muss jetzt wieder einen Laserturm bauen, den setzen wir am besten hier hoch. Von oben kommen auch welche, okay. Das war einer, ach so einer. Hier ist ja auch noch was. Von hier sind wir eigentlich ganz gut geschützt, wenn wir von da unten kommen. Ich muss mich nach oben ausbreiten. Okay, kurz mal Stopp machen. Also, hier oben haben wir noch dicke Brocken. 500er und 300er. Und dann haben wir hier noch einen Angefangenen und einen Angefangenen. Okay, hier oben haben wir noch einen 300er. Dann werde ich mich jetzt nach oben, glaube ich, begeben. Der ist leer, das heißt, den können wir schon mal recyceln. Ist auch leer, das heißt, den hier können wir auch recyceln. Und der ist auch schon leer. Der wird noch abgebaut. Hälfte haben wir geschafft. Den können wir auch demnächst abbauen. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber. Den Energiegenerator bauen, der hier drüben. Scheiße, es reicht nicht. Pause machen, der baut den restlichen Mist noch ab. Aber hier glaube ich noch Energiegenerator setzen. Da haben wir jede Menge Überschuss, aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein. Genau darauf zugeflogen. Ja, ist egal, der ist sowieso gleich fertig. Das ist nicht gut, wenn er da das verliert.
Das reicht sogar, okay. Dafür reicht's auch. Kommt schon wieder welche. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen die hier eigentlich alle hinten wegschaffen. Also die mittleren zumindest müssen wir wegschaffen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen das jetzt hier oben hinbauen. Unten sind wir gut aufgestellt, glaube ich. Aber den können wir mal upgraden. Wo ist eine Mine? Großen Brocken. Der ist gleich fertig, der ist auch gleich fertig. Das heißt, den können wir schon wieder ab. Recyceln. Ah, die sind gegen den Meteoriten gestoßen. Deppen. Wir können uns jetzt sogar leisten, Raketenwerfer zu bauen. Das machen wir mal. Obwohl das gegen die Kleinen eigentlich nicht so gut ist. Ne, wir bleiben bei den Lasern. Wir haben unten eigentlich genug Laser. Der ist sowieso gleich fertig. Sind fleißig am Bauen. Aber das sollte reichen, da muss ich jetzt nicht mehr viel machen. Ja, ich glaube, das haben wir in der Tasche. Der hat 21 noch und der hat noch 50. Der ist fertig, den können wir recyceln. Der ist auch fertig. Ja, und da sind nur noch die und das haben wir dick in der Tasche. Die eine Mine kommt da irgendwie nicht. Ah. Ein leichter Bug. Voll. Sieg! Gut, dann würde ich sagen, werde ich diese Folge hier beenden und in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir, ja, wir können hier 5-1 und 5-2 noch gehen. Da gibt es nochmal zwei Bonuspünktchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.